Liebe Freunde, liebes Publikum der Dresdner Musikfestspiele, wir sitzen nun alle hier in der Küche des Ensembles Novo Aspetto und freuen uns sehr, bei diesem 24-stündigen Livestream-Marathon unter dem Motto Music Never Sleeps Dresdner Musikfestspiele mitwirken zu können. Ja, wir wissen, wie viel Herzblut, Planung und Engagement drinsteckt in solch einem Festival, und die Absage der diesjährigen Dresdner Musikfestspiele hat uns auch alle schwer getroffen. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass wir mit unserem musikalischen Beitrag eine kleine Geste senden können und uns mit unserem Publikum verbinden können. Wir machen das Internet quasi zum Konzertsaal. Wir haben Ihnen eine exquisite kleine Auswahl von schönen Arien vorbereitet von Komponisten wie Georg Friedrich Händel, Luca Antonio Predieri und Antonio Caldara. Und das Besondere an unserem Programm ist die Besetzung und das Repertoire, wobei das eine das andere bedingt. Wir haben versucht, originale Literatur für diese spezielle Kombination zu finden, und dieses kleine Ensemble besteht aus der Laute. Michael Dücker spielt die Laute und ist auch der musikalische Leiter des Ensembles Novo Aspetto. Wir haben schon des Öfteren zusammengearbeitet und auch eine CD aufgenommen. Dann an der Harfe Johanna Seitz, am Salterio Elisabeth Seitz und an der Bratsche Corinna Golomos. Wir spielen Ihnen vier Arien vor, in denen mehrere obligate Instrumente neben der Gesangsstimme nicht nur begleitend, sondern auch solistisch geführt werden. Anfangen möchten wir mit der Arie von Antonio Caldara aus seinem karnevalesken Giuoco del Quadrillo mit dem Namen A se toccasse a me, bedeutet, ach, wenn auch ich doch mal dran wäre. Hier geht es um die Reverenz an den Monarchen. Sie stellt vier kartenspielende Sängerinnen dar, die endlich auch einmal den König zu Gesicht bekommen möchten. Der Wechsel zwischen den begleitenden Zupfinstrumenten in den Ritornellen scheint dabei das Ausspielen der Karten zu illustrieren. Oder eventuell auch die Aufgeregtheit der Damen. Im Anschluss daran folgt eine Cantata Spagnola von Georg Friedrich Händel, entstanden im Jahre 1707 in Rom, und zwar in der Besetzung von Sopran, Harfe und Basso Continuo. Das heißt, hier übernimmt die Harfe den obligaten Part und illustriert die bittersüße, verletzliche wie auch versöhnliche Liebe. Viel Vergnügen damit. Thank you.
Das war nun der erste Teil unseres Vortrags. Wir möchten gerne unser Programm fortsetzen mit Antonio Caldaras Nachfolger am Wiener Hof, und zwar nämlich Luca Antonio Predieri. Und die nächste Arie ist erschienen 1738 und die wurde anlässlich des Namenstages von Maria Theresia komponiert. Das Stück heißt Cecco Giascun mi crede. Übersetzt heißt es so viel wie, sie halten mich für blind. Und das Besondere an dieser Arie ist, dass diese für eine obligate Bratsche geschrieben wurde. Um die Handlungen Amors zu illustrieren, der Chaos stiftet. Thema ist hier der Zwist zwischen den beiden Göttinnen Minerva und Venus, die im Wettkampf um die Gunst der Prinzessin, in diesem Falle Maria Theresia, buhlen. Amor behauptet frech, dass er entsprechend der existierenden Gefühle handle und für dieses Frauengezetere gar nicht verantwortlich sei. Gott sei Dank gibt es ein Happy End in dieser Arie und die Göttinnen versöhnen sich wieder. Abschließen möchten wir unseren Vortrag wieder mit einer Arie von Antonio Caldara, und zwar nämlich mit der Arie Ai come quella un tempo città. Es geht hier um ein Klagelied des Propheten Jeremia, der über das zerstörte Jerusalem erzählt. Hier tritt das Salterio solistisch hervor und verleiht dem extrem
ausfigurierten Part der Arie einen intensiven Ton im Klagegestus. La pace fra virtù e la bellezza. Distrugge il sangue di noi la forza.
Ja, wunderbar. Also. Geschafft. Liebes Publikum, ich hoffe, dass Ihnen unser improvisiertes szenisches Konzept gut gefallen hat. Wir möchten gerne alle zusammen auf Ihre und auf unsere Gesundheit anstoßen und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Live. Alles Gute Ihnen und Prost. 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 So. Oh, nichts über Kreuz. Nichts über Kreuz. Ah, da habt ihr schon über Kreuz. So. So, und jetzt trinken wir ein Schlückchen. Schluck. So, wo sind jetzt die Spielkarten? So schmeckt Gesundheit. So. Jetzt spielen wir noch Karten. So. Wer kriegt wohl den König? Der hat gewonnen. Man hat schon den König. Läuft die Kamera noch? Das ist der Bus, okay. In die Karten schauen, Michael. Ja, von Publikum. So. Was spielen wir überhaupt? So. Wir spielen Neunerl. Neunerl. Kennt ihr die Regeln von Neunerl? Man müsste erstmal. Oh, der König, schauen Sie mal. Oh.